Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Naturmedizin. Wasser trinken wirkt Wunder. Doch wundern Sie sich nicht und fragen Sie auch keinen Arzt oder Apotheker, warum das so ist. Wie mit Trinkwasser ein gesundes Leben gefördert werden kann, verrät uns gleich Erich Meidert alias Mr. Water. Er gilt als der bekannteste Wasserexperte Deutschlands. Bleiben Sie dran! Hallo Erich, Servus. Herzlich willkommen. Also es gibt viele gute Wasserleute in Deutschland, muss ich auch sagen, aber was mich immer interessiert, ist die praktische Umsetzung. Ja. Viele gute Theorien, da kannst du wahnsinnig viel davon lernen, die Kollegen möchte ich da schon ehren. Ich bin aber einer, der sagt, umsetzen. Umsetzen, nicht einfach machen. Also die Praxis. Quasi sagen und dann nicht machen. Auch eben, es braucht ja immer praktische Anleitungen genau. dazu. In Bayern sagt man, hätte ich da die Wari. Also hätte ich, wäre ich tätig. Und ja. dann sage ich dazu, das Leben spielt sich nicht im Konjunktiv. Ja, wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre. Ja, genau. Es gibt ja da diese 46 Thesen von dem iranischen Arzt Faridun Badmanghelidj, ja, genau. Die fürs Wassertrinken plädieren. Richtig. Und da sind schon ein paar dabei, die mich angesprochen haben. Welche sind jetzt zum Beispiel für dich die wichtigsten? Energie. Energie, ich merke es oft, man vergisst es ja dann manchmal, sitzt beim Büro und irgendwann. Für mich ist Wasser Energie und Leben. Und das ist wirklich erstaunlich. Und dann mache ich es natürlich mittlerweile, oder ich habe es oft so gemacht oder habe es Leuten empfohlen, merke mal die Kraft des Wassers. Da trinkst du 2 Tage bewusst wenig Wasser. Mhm. Bewusst, so macht man, ganz ehrlich, wer trinkt in der Großstadt schon 2 bis 3 Liter reinstes Wasser? In der Großstadt oft, weil da vergisst man es am leichtesten, weil man wenig Energie hat, weil die ganzen Böden auch zu betoniert sind, da reden wir über Ladung. So. Wenig Wasser trinken, dann bist du ja irgendwie... In Bayern sagt man lätschert. Du bist ein bisschen müder, energieloser und so. Sagst, ja, ach, ich müsste schon, ich sollte, hätte ich da die Wari, wäre ich, hätte ich, könnte ich, müsste ich, sollte ich, aber irgendwie nicht so. Und dann, das machst du 2 Tage und dann gehst, und wenn du jetzt zum Beispiel Sport machst oder irgendwie erschöpft bist, dann sagst du nicht, gib mir ein Spezi oder weißes Limo, sondern Wasser, Wasser. Mhm. Intuitiv. Das wirst du den Menschen nicht austreiben können. Wasser ist drinnen im Kopf. Und dann machst du 3 Tage lang, in der Früh, so mache ich's. Ich beginne keinen Tag ohne 1 Liter Wasser trinken. Kein Tag. Null. Egal was ist, bevor ich einen Kaffee trinke oder irgend, immer 1 Liter Wasser. Das beginnt 1/2 Liter und dann fülle ich nach. Oder, und dann sage ich zu den Leuten, jetzt trink's mal 3 Tage lang oder jede Stunde ein Glas Wasser, mach mal eine richtige Wasserkur. Und dann sagen ja viele, da schwemmt sich aus, da komme ich von der Toilette nicht runter. Sag ich, ja, Kind, aber du hast so viel Stoffwechsel, Endprodukte, es muss doch irgendwo hin. Und wenn du dann aggressiv zur Toilette musst, dann kommen auch Schwermetalle raus. Dann kommt was raus, was der Körper sagt, da muss ich raus. Und das können wir ja echt ausprobieren. Gute Wasserqualitäten, da drückst dich richtig zur Toilette und bei anderen mittelmäßigen, da sagst du, eine halbe Stunde halte ich schon noch aus. Die Erfahrung habe ich schon gemacht. Also meine persönliche ist, ohne Wasser, da bist du ja wie eine Blume. Das ist doch so einfach. Die Blume gießt du nicht, die Pflanze, da macht es, der Boden macht einen Spalt, aber die Blume lässt den Kopf hängen und du lässt ihn auch ein bisschen hängen. Vor allem zum Beispiel nach dem Mittagessen. Nee. Nicht nur die Beamten, sondern viele lassen nach dem Mittagessen. Da ist was schwer zu verdaulich. Du brauchst Energie. Und wenn du dann vor dem Essen schon Wasser trinkst, hast du nicht so viel Hunger, aber du hast mehr Energie für den Stoffwechsel. Danach würde ich kein Wasser trinken nach dem Essen, weil halt einfach sonst die Stoffwechsel, der Stoffwechselvorgang gestört wird, weil die Magensäure dann ein bisschen praktisch verdünnt wird ja. und du hast nicht mehr den Effekt. Da würde ich 2-3 Stunden Pause machen. Aha. Aber für mich ist die Energie und die Rückenschmerzen, also meine Gelenke. Also ich bin Idealgewicht 20 Zentimeter zu klein. Ich habe 94 Kilo, bin 1,77, aber ich laufe 10 Kilometer auf Beton und ich habe keine Knieschmerzen, null, nichts. Gehe ins Fitnessstudio, mache dieselben Gewichte wie vor 40 Jahren, 30 Jahren, Bankdrücken etc. Ja. Und es ist nichts da, gar nichts. Null Gelenke, Schultern, alles.
Und das mit 66. Und ich sehe halt meine Altersgenossen jetzt wieder bei 40 Jahre Abitur oder 45 schon bald, wie die daherkommen. Und dann sage ich, Kinder, Wasser trinken. Und ich habe mal für einen Mannschaftsarzt, für einen Bundesliga-Verein geschrieben, warum quietscht das Knie nicht? Warum quietscht es nicht? Je besser hydriert, umso besser hast du den Widerstand. Weil immer bildet sich eine negative Ladung. Negative Ladung sind die EZ-Zonen, das ist nachgewiesen mittlerweile. Und wenn es gut hydriert hat, negativ und negativ, stoßt sich ab und dadurch quietscht das Knie nicht. Ist das dieser Effekt, ist es eigentlich wie ein magnetischer Effekt, negativ und negativ, ja, dass das Abstoßen, wie du jetzt gesagt hast, reicht das aus, um das Körpergewicht oder große Teil des Körpergewichts, das drauf ruht, zu kompensieren. Was meinst du, was Wasser für Kraft hat, mein Freund? Rate mal. Wenn ich jetzt der Druck, den das Wasser aushält, du kannst es vergleichen, zum Beispiel siehst du im Frühjahr, wenn manchmal die Gehsteige platzen. Da ist, bei uns in Schliersee sehe ich das, haben wir vor 3 Jahren den Rundweg um den Schliersee, der wurde geteert und in Flussnähe sind ein paar Bäume und jetzt platzt das alles schön. Oder wie ich neulich war, ich in wo war da in Portugal, boah, da war eine ganze Straße, war aufgeplatzt, aber überall waren Bäume mit den Wurzeln waren, weil die Wurzeln wollten zum Wasser hin und haben die Kraft des Wassers. Was ist die Kraft des Wassers? So, die Hydration, also ich sag's einmal, du hast beim Hauseingang und jeder Deutsche, Schweizer wahrscheinlich auch 3,9 Bar. Was entwickelt Wasser für einen Druck? Und man muss natürlich, Wasser hat die EZ-Zonen. Es gibt ja Wasser auch als Gelform. Der Beweis, du hast eine Wassermelone, 99% Wasseranteil, stellst du es auf den Kopf, es fließt kein Wasser raus, weil Wasser immer gebunden ist. Im Körper gibt es praktisch kein H2O, ist einfach ausgedrückt, immer H3O2. Es gibt diese Zonen, die sind negativ geladen nach Pollack, diese EZ-Zonen. Und negativ kann es nicht zusammendrücken. Ja. Aber wie viel Kraft entwickelst? 3,9 Bar sind geboten bei jedem Haus als Druck. Wie viel Druck kann das Wasser aushalten? Das muss ja unendlich sein. Die Sendung dauert nur 25 Minuten. Ja, also Wasser wird ja auch benutzt zum Schneiden unter Hochdruck. Also es hält praktisch jeden Wasserhydraulik gibt es ja auch. Diese Wasserhydraulik in der Lebensmittelindustrie. Ja. Nicht nur Ölhydraulik, früher Wasserhydraulik auch. Die Schlittschuhfahrer etc. 400 Bar. Was passiert, wenn das überschritten wird? Dann crasht es. Das mehr hält es nicht ab. 400 Bar. Aber stell dir mal vor, 3,9 Bar, du hast einen Wasserrohrbruch im Haus, da schwemme ich dich weg. Schon sehr viel. Ja, bei den Demonstrationen, da haben sie auch nicht recht viel mehr. Wenn mit du den die Demonstranten mit den Wasserwerfern, das würde mich mal interessieren. Aber umgerechnet jetzt auf eine Briefmarkengröße, da sind es 280 Kilo und das ist so wie ein kleines Steinway-Klavier. So groß auf einen Kubikzentimeter. Und darum war das auch für mich bei meinen Rückenschmerzen, weil zwischen den Bandscheiben, die Weichmasse hat 85% Wasser, der Gallertkern. Und wenn ich hochohmiges Wasser trinke, also reinstes Wasser, dann habe ich 60.000 Ohm Widerstand und das kannst du nicht zusammendrücken. Und neben läuft ja der Nervenkanal und darum bin ich da sehr befreit. Natürlich ist es nicht nur das Allheilmittel, man muss ja auch die Vorgeschichten anschauen, aber wenn du schaust im Fötus und im Allen, es beginnt ja schon bei der Mutter. Eine Samenzelle hat 95% Wasseranteil. Der Mutterkuchen hat auch 90% Wasseranteil. Und wenn ich da in der Schwangerschaft schon beginne recht ungesund lebe, dann wird sich das natürlich auch aufs Kind auswirken. Und dann beginnt es halt bei den Kindern, dass die natürlich sehr früh entwöhnt werden. Da kann man drüber diskutieren. Aber auf alle Fälle, wenn ich dann neulich mal gesehen habe, in der Früh um 7 Uhr am ICE hat die Mutter ihrem Kind Eis gegeben zum Frühstück. Eis. Das ist ja purer Zucker. Und dann wundert man sich, wenn man hernach auseinander geht wie eine Dampfnudel. Also, und für mich diese Wunder. Und jetzt muss ich halt sagen, ich forsche seit 1997 mit Edelsteinen, mit allen möglichen, 97, gebe mir jeden Tag, mein erster Gedanke ist Wasser und der letzte auch immer, wie es das gibt und so. Und warum jetzt dieses Wassertrinken Wunder wirkt, kommt eben Geschichte von Bachmann Gelitsch, wo ich da dieses Buch habe bei mir, Rückenschmerzen, Arthrosen und so. Und er hat ja hier auch das, der Bachmann Gelitsch,
hat tolle Bücher geschrieben, ja, und die genau. wurden letztendlich um die 10 Millionen Mal, du bist nicht krank, du bist durstig, wurde schon 7,5 Millionen Mal verkauft. Also ich sage mal, iranischer Arzt, und das, was so diese Wasser trinken Wunder, er hat 46 Thesen aufgestellt, und ich habe mir die mal durchgeschaut. Du hast da was angestrichen. Kann ich dazu jedem was sagen, weil ich die praktische Erfahrung habe von den Feedbacks von den Wassersäufern. Ja, genau. Also die allererste, du hast es nicht direkt, aber durch deine Ausführung zu Beginn der Sendung hast du es natürlich ganz deutlich gesagt. Und es ist auch sein erstes Statement: Ohne Wasser gibt es kein Leben. Nee, an jedem Stoffwechsel ist es beteiligt. Ihr hattet neulich einen Gast hier, der hat gesprochen über Proteinfaltungen. Und das war schon sehr, sehr wissenschaftlich. Aber es gibt, du hast einen Impuls vom Kopf her. Aber ausführen muss es eine Ladungspotentialdifferenz, plus, minus. Und das Wasser im Körper ist immer minus und plus durch diese EZ-Zonen. Also einfach ausgedrückt, der Impuls ist da, aber ausführen muss es die Flüssigkeit. Ich habe noch kein Wasser im Körper gesehen. Der Bayerische Bierbach, bis dahin, da sieht man, bis dahin sitzt im Wasser. Aber gesehen hat es noch keiner, weil es immer gebunden ist an Proteine. An 99% der Stoffwechsel hängt am und im Zusammenhang mit Wasser. Wenn ich jetzt wenig habe und schlechte Qualität, ist es nichts anderes, wie wenn ich zum Auto sage, ich habe wenig Sprit, ich fahre nur auf 3 Zylinder statt auf 6 Zylinder. Und ich tanke immer ein paar Bröselchen dazu und irgendwann fängt der Motor an zu ruckeln. Und der ruckelnde Motor heißt, egal wo, wie du von der Konzession bist, da wird es beginnen. Es ist hundertprozentig. Es geht ja hier um die Ursachen, nicht um die Symptome. Und leider im Ärztestudium lernst du 2000 Stunden, aber über Wasser, da lernst du nichts. Nur, ja, Wasser trinken. Aber wenn die sagen, ja, Wasser, Flüssigkeit, trink einen Tee, trink eine Flüssigkeit, aber dass das das Elementarste ist. Und da ist natürlich, kommen die Chinesen ins Spiel, weil die Chinesen haben ihre Ärzte bezahlt, wenn sie sie nur von der Ferne gesehen haben. Aber heute ist die Medizin ja so, dass du nur leben kannst, wenn du wiederkommst. Das ist die Wiedersehenskultur und die brauche ich persönlich nicht. Ich liebe meine Ärzte, wenn ich mir einen Haxen was gemacht habe, aber an die inneren Organe lasse ich es persönlich nicht so gerne hin. Es heißt nicht, aber es ist halt schade, wenn du in dem Studium nachgewiesenermaßen, das ist jetzt keine Theorie, da wird nicht gelehrt, was muss ich tun, damit du mich nicht mehr brauchst. Ja, eigentlich müsste ja das Ziel sein, dass wir unabhängig werden davon. Aber ich glaube, das ist wieder ein anderes Thema. Symptome. Ja, aber Wasser trinken wirkt Wunder. Diese Erfahrungen habe ich halt gemacht. Du kannst mich ruhig was fragen. Ja, genau. Also das ist ja immer wieder ein Thema, die DNA, höhere Wirksamkeit der Reparaturmechanismen, folglich weniger DNA-Schäden. Ja, ja, klar, weil es hängt ja immer zusammen, es hängt ja auch direkt an der DNA. Das kleinste Molekül im Universum oder im Elementen Wasser ist ja ein Angströmbereich, ein Wassermolekül. Und ein Angströmbereich ist ja kleiner als ein 10 Millionstel Millimeter. So sind die Wassermoleküle. Eigentlich hat noch nie einer Wassermolekül gesehen, weil es so klein ist. Also natürlich die Reparaturmechanismen, wenn du nicht abtransportieren kannst, dann kannst du sie auch nicht versorgen. Wenn der Müll drinnen ist, dann hilft es. Es sind ja oft Leute, die nehmen Nahrungsergänzungsmittel. Sensationell. Nichts tut sich. Warum? Weil der Giftstoff nicht drin ist. Warum kannst du nicht abnehmen? Weil der Körper sich vor der Selbstvergiftung schützt. Da hast du einen Giftstoff, da drüben hast du einen Giftstoff. Aber die Giftstoffe sollen nicht miteinander zusammenkommen. Also macht der Körper eine Fettschicht drum, um den vor dem Ganoven zu schützen. Jetzt willst du Diät machen, du nimmst ab und oh, ist das schwer. Aber der Giftstoff bleibt drinnen und der Körper sagt sich, also das nächste Mal, das tue ich mir nicht wieder an, wenn da, die Ganoven sind immer drin, da mache ich dir eine doppelte Gefängniszelle rum, der doppelte Fettschicht. Und das ist dann der Jojo-Effekt. Ja, der Körper erinnert sich dran. Genau. Der erinnert und er schützt sich vor der Selbstvergiftung. Also muss ich schauen, dass ich mich versorge oder dass ich es entsorge, damit ich Müll rauskriege. Und dann funktioniert. Aber wenn ich dir zugemüllt bin oder so,
erst kommt die Entgiftung und dann kann der Nährstoff wieder reinkommen. Und darum sind oft Nahrung oder Ernährungen, es ist oft lustig, diese Diäten. Wir reden 30% Nahrung, 70% Wasser, aber 99% hängt am Wasser. Also fange ich heute einen völlig falschen Hebel an, nur da gibt es kein Geld zu verdienen, sorry. Wasser, die Konzerne verdienen sich dumm und dämlich, aber Wasser, it's for free. Und es gibt ja viele Nahrungsergänzungsmittel oder generell Mittel zum gezielt zum Entgiften, also zum Beispiel Algen. Aber ich glaube, auch diese können ohne Wasser nicht entsprechend aktiv werden. Algen sind super, sind ja auch Ursprungs. Ursprung ist ja Wasser, Sonnenenergie ist Algen. Aber wenn du jetzt nicht Wasser nimmst, was rein ist, in Bayern schwappt es, schwemmt es nicht aus. Das ist das ganz Einfache. Kann man vergleichen, wir sind der Schwemmkanal. Wir haben in unserem Organismus 110.000 Kilometer Leitungen. Das muss abtransportiert werden. Ich war ja bei der Inusferese, da war das erste Mal, der erste Tag war die Blutreinigung, damit am nächsten Sitzung die ganzen Giftstoffe ins Blut wandern konnten. Da heißt es, da ist was frei, dann entgiftet der Körper. Und darum ist es so wichtig, Wasser schauen, dass es in die Zelle kommt. Und der Wasser mit hohen Mineralien, mit vielen Salzen. Meine Zelle hat noch nie jemand gesehen. Nur eine Samenzelle kann man unter dem Mikroskop einigermaßen sehen, aber eine menschliche Zelle. Zum Beispiel, ich weiß nicht, 0,01 Millimeter ist die größte Zelle. Jetzt musst du aber wissen, dass eine Nierenzelle 2000 Mitochondrien hat. Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. Jetzt hast du einen Golgi-Apparat drin, endoplasmatisches Reticulum, Kälzern etc. Also wie eine ganze Stadt in einer Zelle mal 70 Billionen. So, und wenn die Zelle jetzt nicht richtig versorgt wird und die nicht richtig versorgt wird und zu viel Müll drin ist, dann leidet die Zellversorgung, die Zellkommunikation und dann kommt halt die Zelle in die Selbstversorgung, in die Gärung und dann haben wir die zweite Haupttodesursache, halte ich dafür. Also meine persönliche Meinung. Aber also dann Entartung der Zelle. Natürlich, weil die Zelle ums Überleben kämpft und dann nimmst du alles, was hergeht, aber nicht mehr die Zellversorgung, Zellkommunikation. Weil wir haben ja so viele verschiedene Arten von Zellen, da gibt es ja Informationen. Aber wenn das ausgeschlossen ist durch einfach geschlossene Transportwege, wenn wir zwischen unserer Mauer bauen, dann tun wir uns schwerer in der Kommunikation. So. Einfach ist es eigentlich. Da habe ich auch ein Statement, das wahrscheinlich auch in der Medizin auch so gelernt wird, in der Ausbildung. Wasser dient dem Transport aller Stoffe im Körper. Also Basics, da geht eben genau auch dieses Ausschwemmen, aber dann auch wieder das Reinbringen von den von den guten Nährstoffen geht da einher. Wasser also rein elementar. Sein. Reines Wasser trinken, nicht Wasser trinken, das schon Mineralien drin hat. Die Mineralwässer haben wir besprochen, wo das sind die Wässer, das sind die Smoothies, das ist Gemüse, das sind Vitalstoffe. Aber zum Transport muss der Lastwagen leer sein. Und damit dann kann ich versorgen, aber den Müll, es ist wie in der Stadt. Der eine nimmt's mit und der andere bringt's. Aber der Gemüselaster sollte möglichst voll sein mit Nährstoffen und dann muss er aber abladen in die Zelle rein und dann nimmt er den Müll wieder weg. Also der Körper ist ja ein Wunderwerk. Wir haben nicht annähernd die Möglichkeit zu verstehen, was für ein Wunderwerk unser Organismus ist. Um dabei diesem Bild zu bleiben, ist auch wichtig, dass der Laster dann eben nicht neuen Müll bringt, sondern entsprechend qualitativ hochstehende Nahrungsmittel dann eben. Oder halb beladen ist. Das sind für mich hochmineralisierte Wässer. Das sind für mich die Lastwagen, die halb beladen sind, die können nicht so viel leisten. Weil es kommt ja darauf an, dass der Stoff in die Zelle reingeht. Und das Wichtigste, was in die Zelle muss, ist ja auch, eigentlich ist ja reines Wasser. Aber die Nährstoffe sind ja auch, was ist ein zersetzter Nährstoff, ist ja auch wieder im Zusammenhang mit Wasser. Und wenn du das nicht machst, muss der Körper irgendwo anders das Wasser herbringen. Es geht immer um die Zelle. Drum sind ja auch die Fast Foods und so, wo man sagt, das sind Füllstoffe, sind ja keine Vitalstoffe, die ja, was ist es? Der Körper sagt, Hilfe, 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 ich brauche Nährstoffe, ich brauche Energie und der sammelt und er schaut, dass er irgendwo die Nährstoffe in die Zelle kriegt und drum bist du, ich habe keine andere Energie mehr.
Ja, ja. So ja. Einfach ist es. Und wie bist trotzdem wieder hungrig? Lebensmittel, eine frische Erdbeere, die macht das. Sondern du hast einfach die Kraft und die Energie. Aber wenn ich jetzt irgend so ein Pappadeckel-Hamburger isst, dann werde ich müde, weil der Organismus sagt, bitte gib mir was zu essen. Und es geht nicht in die Zelle oder ganz schwer. Es hat keine Vital und Vital heißt Leben. Leben heißt da vergehen, aber Leben sind Lebensmittel und nicht Füllstoffe. Ja, genau. Fast und Food. Und dann eben auch das Gefühl nach Fast Food essen, dann nach der Müdigkeitsphase, es stellt sich ja gerade wieder Hunger ein, weil ich habe nichts gekriegt, was mich satt macht. Genau, und dann sage ich Hunger, Schokolade und dann brauche ich Hunger auf ganz schnellen Zucker. Das ist der letzte Hilfeschrei des Körpers. Aha. Gib mir Sugar, gib mir irgendwas, was schnell die Energie macht und dann bist du noch platter, aber es reicht halt momentan so. Zum Überleben. So, zum Überleben. Ja, es ist leider so traurig und ich meine, ich bin ja auch ein elender Sünder. So ist es ja auch nicht, dass ich so gesund lebe und ich stelle es an mir selber fest, weil ich komme ja aus einer anderen Welt in dem Sinne, aber mir gefällt es halt, wenn ich älter werde es geht mir einfach richtig gut, das macht schon Spaß. Ja, genau. Und nicht rumjammern und dauernd, da fehlt's, gar nichts fehlt. Die Gnade des Älterwerdens ist, dass das Leben, den Herbst ist bunt, den kannst du genießen, aber da brauchst Energie, Kraft und weg mit dem ganzen Müll. Ja, und auch die entsprechende Erfahrung oder das Wissen oder das Interesse, sich überhaupt grundsätzlich mal zu informieren, wie diese Abläufe sind, worum es geht und was eben gut tut, was nicht gut. Das eine hat man zwar aus Erfahrung, aber es ist wahrscheinlich leicht, dann aufgrund der Gewohnheiten trotzdem wieder Fast Food zu essen, obwohl man weiß, das ist nicht so, es kommt alles noch dazu. Aber eben hier, wie in anderen Lebensaspekten, es geht um die Selbstverantwortung und das wirklich auch. Ja, viele wissen es halt nicht. Das tut mir ja so leid. Aber jetzt haben wir ja diese neue Zeit oder dank von euch, kann man natürlich sensationelle Informationen kriegen. Muss ich echt sagen, das ist ein Sensationsformat, was ihr da habt. Auch oft, sag ich mal, widersprüchlich. Neulich war jemand da, der hat mal gesagt, ja, mit der Dunkelfeld ist es nicht so, dass man das gleich sieht. Doch, ich habe den Versuch gemacht, ich habe Dunkelfeld gemacht, dann habe ich einen halben Liter Ex getrunken. Für einen Bayern ist eine halbe Ex nicht schwer. Und eine halbe Stunde später waren meine Blutzellen viel besser, haben besser sich abgestoßen. Vorher waren sie zusammengeklebt. Man sieht den Effekt von Wasser trinken. Nach 2-3 Tagen geht schon los, nach 2-3 Monaten spürst du es deutlich. Und ich habe auf Google sind viele Rezessionen drin von uns, die kann ich nicht verhindern. Aber das sind eigentlich nur 5 Sterne, wie es den Leuten gut geht. Und aus dieser 25 Jahre Forschung und 15 Jahre mache ich jetzt dieses gereinigte Wasser trinken. Die Feedbacks sind einfach überragend. Es gibt dir so viel Kraft und Energie und Freude. Und mein Ansinnen ist, dass jeder mit mir so alter Dackel wird. Weil früher haben die Leute, sind genauso alt geworden. Genauso alt. Die haben aber hart gearbeitet. Die hatten auch massive Belastungen, schwer gearbeitet. Wenn ich die Kindersterblichkeit wegrechne. Aber dann sind sie genauso alt worden, obwohl sie viel härter. Aber schau dir die Leute an, was haben die gemacht? Die schwitzen jeden Tag, die machen ihr Tagwerk, körperlich verausgaben sie sich und sie sind gesund geworden und mit 85, 90, 95 sagen, jetzt ist meine Zeit gekommen, Kinder, jetzt ist meine Zeit da und innerhalb von einer Woche, 3 Tagen sind sie gegangen in Frieden, in Weisheit, nicht mit anderen Dingen, wo wir mal noch drüber reden, aber auf alle Fälle, das glaube ich, ist möglich, aber du musst schwitzen, Sonne, Energie, Mineralien, Wasser, Bewegung, Turne bis zur Urne. Ja, Turne bis zur Urne, das ist gut. Und eben nicht auf, was heute auch so ein Aspekt ist, nicht auf Beton gehen, sondern die waren eben auch viel mehr in der Natur draußen. Ja, Elektronen. Auf natürlichen Boden. Und das ist gerade interessant, noch den Punkt möchte ich noch einbringen. Wasser liefert die Kraft für die elektrische Energie, für alle Gehirnfunktionen, insbesondere für das Denken. Scheint mir, da sind wir wieder bei den Elektronen. Super einfach. Also das Gehirn hat 3% der Masse, manche Politiker liegen drunter. Das weiß ich mittlerweile, der Masse. So, aber es braucht 20% der Körperflüssigkeit. Das Herz, 20% geht alles über das Gehirn raus, geht es drüber und dann geht es in den Organismus auch rein. Also das kann man ja gut sehen an den Grafiken. Und jetzt ist es so, das Gehirn ist ja eine praktisch eine flüssige Masse, so wie ein Schwamm.
Und der Schwamm kann ich vergleichen mit einem feuchten Boden. Gell? Den feuchten Boden, wenn ich nicht gieße, dann kann man in Bayern, sagt man, heute, da ist ein Spalt. Da tut sich ein Spalt auf. Wird rissig, ja. Wird rissig. Und dann schaust du bei den Körperwelten an Demenz. Dann schaust du an und da steht dort das vertrocknete Gehirn. Ich sehe Gehirn vom Neugeborenen bei den Körperwelten. Schön, rund, ganz, alles 95% Wasseranteil. Demenzgehirn 50%. Jetzt gibt es zwei Dinge, die sind 100%. Wenn ich jetzt nicht genügend Wasser trinke, dann bilden sich die Spalten und da können sich Ablagerungen bilden. Nummer eins, Ablagerungen wie Aluminium, andere Dinge, die die Blut-Hirn-Schranke passieren, Ablagerungen. Und infolgedessen, wenn der Spalt so weit auseinander ist, können die Neurotransmitter, die Informationsübertragung nicht mehr stattfinden. Ja. Und das super einfache Beispiel ist dein Auto, wenn du hier bist, Auto steht 100 Meter weit weg, geht nichts. Ich habe so oft erlebt am Flughafen, da gehst du und suchst dein Auto, sagst, welches Parkdeck, welche Reihe war es, im Urlaub verliert man ja ein bisschen am Verstand oft. Also, ja, wo war jetzt das Auto? Und du gehst und klick, 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 klick. Und beim Gehirn ist genauso. 100% genauso und das ermöglicht halt auch die Denkleistungen. Wenn du das gut wässerst, gut hydrierst, ich habe Leute erlebt, die haben einen Gehirnschlag gehabt oder Schlaganfall, dann sage ich, aber wie ist das gegangen? Ja, er ist bei 30 Grad, im Sommer ist er gelaufen und danach, seitdem geht es ihm richtig schlecht. Ja, super, das ist wieder ganz schwierig. Was hast du getrunken? Nee, nicht viel, weil dann müsste ich ja zum Pieseln während des Laufes gehen. Ja, ja, so. Genau. Oder natürlich, viel mittragen. Ja, ja. Ja, ja, da brauchst du natürlich ein bisschen, wenn du so einen Lauf machst, brauchst du natürlich Elektrolyte, ist aber nicht schwer, aber das ist der Schlüssel. Und darum sage ich, Demenz oder Gehirn oder viele andere Funktionen, auch Zirbeldrüse, Verkalkung, reines Wasser schwemmt, es kittet, es fügt zusammen. Und darum waren ja früher die alten Weisen, das waren die Klugen. Aber vor 200 Jahren hat es diese Umweltbelastungen noch nicht gegeben. Ja, wir genau. Sind ja jetzt, wir graben die Erde auf, sind voll mit Schwermetallen, die eigentlich in die Erde gehören. Und trinken zu wenig Wasser und qualitativ schlechtes Wasser. Also schlechtes Wasser und vor allem zu wenig Wasser führt zu diesen Spalten, dadurch Ablagerungen und dadurch schlechte Informationsübertragung. Ja, wenn wir dieses Thema jetzt noch vertiefen möchten, das sind ja alles interessante Thesen. Wo können wir uns da noch weiter informieren? Nee, bei uns auf Mr. Water Homepage gibt es ja viele oder mal ja einfach nachdenken. Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Neurotransmitter. Funktioniert. Also bei Mr. Water kann man sich da erkundigen und diese, wie gesagt, bis zum Verlust der Muttersprache kann ich das alles, weil ich sehr, es beschäftigt mich einfach. Ja. Und ich finde es so faszinierend und für mich persönlich ist halt schön, wenn man jetzt im Alter einfach so leben kann, weil ich lebe nicht vorbildlich, das muss ich sagen. Also du wirst mich öfters schon mal finden. Beim Schönen Weißbier oder sowas. Oder wie, die Fülle macht sie aus. Aber der größte Heiler ist immer noch der Kopf. Ja, ja. Und du darfst dich nicht nur auf Gesundheit, also du musst dich fokussieren auf das Gute, auf Energie, auf Freude, weil das größte Steuerinstrument vorm Wasser geht es immer noch im Kopf los. Aber damit vom Kopf zum Körper brauchst du einfach eine Flüssigkeit, die das deine Gedanken umsetzt. Dann funktioniert's. Und das kann nur sein mit Reinheit. Ja, und auch kleine Sünden. Ich meine, Lebensfreude muss ja auch sein. Der psychologische Effekt, der psychologische Effekt. Und wenn man sich eben das Wasser trinken berücksichtigt, dass das gebührend zum Zuge kommt, dann kann man sich auch kleine Sünden mal leisten, ja, oder? Ja, ich spreche jetzt ein Wort für die Sünde. Weil du gehst gerne ins Fitnessstudio. Mhm. Wenn ich meinen Körper nicht fordere, das heißt nicht, ich muss mich besinnungslos zutrinken, aber wenn ich ihn nicht fordere, indem ich mich mal gut bewege und schnauf und schwitze. Oh, ich schwitze ja. Nee, aber das tut gut. Fordere den Körper und du wirst ihn auch fördern. So ist es nicht. Darum darf man gerne mal ein Gläschen. Die Leute fragen mich, ach Meinert, was mache ich denn, wenn ich im Urlaub bin mit meinem Wasser? Und sage, ein Gläschen Rotwein mehr trinken, einmal Belladonna singen und du wirst nicht krank werden.
lassen wir gerade so stehen als Schlusswort. Ja. Herzlichen Dank, Erich, für deine Informationen, die du auch so humorvoll rüberbringst zu einem ernsten Thema. Gefällt mir sehr. Vielen Dank, dass du hier warst. Danke, dass ich da sein darf. Ein Geschenk für mich. Schön. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, wir fahren vielleicht gerade ein bisschen humorvoll weiter. Ich möchte Erich nochmal zitieren: mit Turne bis zur Urne. Und im Übrigen möchte ich diese Sendung zusammenfassen mit Wasser, Wasser, Wasser. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und schauen Sie bald wieder bei uns rein. Bis dann, ich freue mich auf Sie.